Nürburgring, Nordschleife, die härteste Strecke der Welt. 20,8 Kilometer, 73 Kurven, bis zu 18% Steigung. Als erster Hersteller will Audi mit einem Serienelektrofahrzeug eine schnelle Runde hinlegen. Der Audi R8 e-tron wird auf Rekordfahrt gehen. Gut, wir wollen an der Nordschleife einfach mal zeigen, wie effizient so ein Elektrofahrzeug aus unserer Sicht auch aufgebaut werden kann, effiziente Runden fahren kann, dass man auch dort flott unterwegs sein kann im Sinne Elektromobilität. Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Spannung steigt. Volle Energie für den Audi R8 e-tron. Markus Winkelhock, Gewinner des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring 2012, wird auf Zeitjagd gehen. Er kennt die anspruchsvolle Strecke und weiß, was ihn erwartet. Die Nordschleife ist nicht umsonst bekannt als grüne Hölle. Das ist wirklich die schwierigste Rennstrecke auf der ganzen Welt. Und das ist für jeden, auch für einen Profi-Rennfahrer, Runde für Runde eine große Herausforderung. 100% Energie, 100% Einsatz. Winkelhock wird auf die Strecke geschickt. Der Audi R8 e-tron kann auf dieser Runde seine ganze Power zeigen. Da ist wirklich von Anfang bis Ende wirklich alles geben. Da muss man nicht auf den Verbrauch achten. Und da heißt es wirklich von der ersten bis zur letzten Kurve einfach Vollgas zu fahren. Dann der große Moment. Der Audi R8 e-tron packt die Runde über die Nordschleife in 8 Minuten und 9 Sekunden. Projekt erfolgreich. Die erste Bestmarke ist gesetzt. Ja, schon was ganz Besonderes für mich, ganz klar. Ich habe sowas noch nie gemacht. Das ist auch für mich das erste Mal gewesen. Und hier quasi den Rekord erstmalig aufzustellen, ist, wie gesagt, was wirklich Besonderes. Also unsere Erwartungen vom Team wurden wirklich übertroffen. Markus Winkelhock hat hier Zeiten hingelegt, wo ich sage, die werden auch noch länger Bestand haben, definitiv. Und wir haben jetzt ein schönes Ding vorgelegt und jetzt müssen andere erstmal nachziehen. Die Nordschleife, die härteste Strecke der Welt. Audi hat bewiesen, auch mit einem Serien-Elektrofahrzeug kann man hier eine richtig schnelle Runde hinlegen.